Guten Tag, willkommen im digitalen Zeitalter. Wir werden also von jetzt an die Vorlesungen alle auf Video machen. Also dazu werde ich die Vorlesungsfolien benutzen, werde dann meine Kommentare zu abgeben. Also ich werde nicht nur die Folien lesen, das können Sie auch zu Hause und gegebenenfalls auch ein paar Zeichnungen anfertigen nebenbei, ein paar Grafiken, die noch nicht in den Folien drin sind, die dann im Video drin sind. Die Übungen bin ich gerade dabei. Wir haben empfohlen bekommen, die Zoom-Software zu machen. Wir können also eventuell unsere Übung weiterhin quasi mit Socrative machen, nur alle von zu Hause. Aber da schreibe ich Ihnen nochmal ein E-Mail. Wir waren stehen geblieben und deshalb wiederhole ich das nochmal kurz bei Folien Satz 4 und wollen uns anschauen, was für einen Effekt die Emigration auf Löhne und Beschäftigung im Empfängerland haben. Wir werden uns jetzt nochmal wir gucken uns erst die Theorie an. Also macht man das immer, ja, man guckt die Theorie, was sagt die Theorie aus? Ist die Theorie eindeutig oder nicht? Und wenn die nicht eindeutig ist oder wenn es verschiedene Theorien gibt, dann muss man sich die Empirie angucken. Um die Empirie angucken zu können, müssen wir erstmal klären, was sind kausale Effekte. In der Ökonometrie, also im statistischen Arm der Volkswirtschaftslehre, ist man nur an kausalen Effekten interessiert. Kausale Effekte sind etwas wahnsinnig Interessantes, was wahnsinnig Wichtiges, was jeder eigentlich wissen sollte, der irgendwie mitreden will. Deshalb werden wir uns Folien dazu angucken, die das relativ nicht mathematisch darlegen. Dann werden wir an die Schätzung gehen, weil was macht man, wenn man gucken will, ist eine Theorie richtig oder ist die andere Theorie richtig? Oder wenn eine Theorie nicht aussagt, dass Löhne hoch oder Löhne runtergehen, also dass beides möglich ist, muss man halt dann mit Daten arbeiten und gucken, wie sieht das in der Realität aus. Können wir noch nicht, und deshalb haben wir einen kurzen Foliensatz, der so die Regressionsanalyse, das Hauptwerkzeug der empirischen Wirtschaftsforschung, einführt. Auch wieder in einer sehr nicht mathematischen Art und Weise. Wenn wir diese zwei Foliensätze durchgekaut haben, dann geht es weiter mit den empirischen Ergebnissen, die wir dann auch korrekt interpretieren können. Und das wird also sehr interessant. Gut. Wir hatten schon festgestellt im zweiten Foliensatz, dass der Durchschnittslohn, wenn Immigration stattfindet, im Empfängerland in der kurzen Frist fällt, langfristig aber unverändert bleibt. Das hatten alle Modelle, die Kapital hatten, also die eine lange Frist hatten, gemeinsam. Wir hatten aber auch gesagt, dass wenn der Immigrantenstrom anders zusammengesetzt ist in puncto Qualifikationen als die heimische Bevölkerung, dann passieren Verteilungseffekte. Das heißt, eine Gruppe gewinnt, eine Gruppe verliert. Ja? Und deshalb hat man auch die Empirie nachher, weil wenn ein Modell uns vorhersagt, dass eine Gruppe gewinnt und eine verliert, und beides ist möglich, muss man halt dann empirisch sehen, wie Immigration auf ein Land gewirkt hat. Und das ist auch also das Hauptthema dieses Foliensatzes. Es ist theoretisch möglich, dass dieser Verteilungseffekt ausbleibt. Dann müsste aber die Zusammensetzung nach Qualifikation des Immigrantenstroms gleich der des Empfängerlandes sein. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Warum? Weil das ist auch unwahrscheinlich, wenn man die Migranten zufallsmäßig auswählt. Aber wir haben ja schon im vorherigen Foliensatz erkannt, dass es Selektion gibt, dass es halt sehr wahrscheinlich ist, dass man von einem Land eher hochqualifizierte kriegt und im anderen Land eher niedrig qualifizierte, dass es also nie gegeben ist, dass der Emigrantenstrom genau gleich ist. Also es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass dass Löhne für einzelne Gruppen steigen und andere Gruppen fallen. Theorie, wir haben zwei Hauptansätze. Das ist einmal das Modell räumlicher Korrelation. Das war das erste. Und das besprechen wir auch als erstes.
Zu diesem Modell gab es Kritikpunkte. Die Kritikpunkte haben dann auch dazu geführt, dass das zweite Modell entworfen worden ist. Das ist ein nationales Modell mit einem Qualifikationsraster. Werden wir auch vorstellen und später sehen, wie dieses Modell geschätzt wurde. Im Modell räumlicher Korrelation. Was ist hier die Idee? Also das Modell räumliche Korrelation basiert auf folgendem. Ich habe hier eine Region. Ja. Irgendein Land, man ist ein bisschen kleiner. Und ich teile dieses Land in Regionen ein. Ja. So. Sieht ein bisschen aus wie Schuppen. Eine kann größer sein, eine kann kleiner sein. Hier haben wir Region 1. Und was ich jetzt machen kann, ist natürlich, ich kann mir die Löhne in diesem ersten, in der ersten Region ansehen. Das sind die Löhne Einheimische. Und in der ersten Region habe ich auch einen Immigrantenanteil. Natürlich habe ich all diese Variablen, also ist der Durchschnittslohn Einheimischer einer Gruppe und den Immigrantenanteil einer Gruppe. Und ich kann das für alle Regionen machen. Die Idee des Modells räumlicher Korrelation ist dann, dass die Löhne Einheimische in einer Region abhängig sind, also eine Funktion sind vom Immigrantenanteil dieser Region. Und für Regression brauchen wir immer Variation, das sehen wir später. Aber natürlich variieren die Löhne Einheimischer zwischen den Regionen, ja, aus verschiedensten Gründen. Und auch der Immigrantenanteil variiert. Ich habe also auf dieser Seite habe ich Variation, ich habe auf dieser Seite Variation. Was man dann macht in so einem Modell ist, man guckt, ob die Variationen dieser zwei Variablen irgendwas gemeinsam haben. Gehen die zusammen nach oben, gehen die zusammen nach unten, sind die völlig isoliert? Und daraus kann man dann den Effekt schätzen. Das ist die Idee beim Modell räumlicher Korrelation. Werden wir noch genauer besprechen. Das war jetzt der falsche Bildschirm. Das ist der richtige Bildschirm, machen wir weiter. Also dieses Modell analysiert den Einfluss von Immigration auf die Löhne in einem geografischen Gebiet, zum Beispiel Stadt oder Staat. Das kann man dann festlegen, wie man will. Kommt darauf an, was man für Daten hat. Die bisher von uns analysierten Modelle basierten auf der Annahme, dass die Volkswirtschaft nur ein Gut produziert. Das muss nicht so sein. Ja? Wir werden sehen, dass eine Schwierigkeit der theoretischen Modelle ist, dass wenn man das Modell verändert und in eine Richtung aufweicht, können auch die Ergebnisse anders sein. Wenn nur ein Gut produziert wird, muss die gesamte Anpassung über die Löhne laufen. Aber wenn mehrere Güter produziert werden, kann die Anpassung auch über den Output-Mix geschehen. Wir diskutieren das jetzt mal. Wir nehmen an, dass der Immigrantenstrom nur niedrig qualifiziert ist. Auf einmal haben wir was dann das Modell auch sagen würde, die Löhne niedrig qualifizierter fallen, die Löhne hochqualifizierter steigen. Und was das jetzt aber bedeutet, ist, dass ich nie, also die Güte, also, oder das Gut, wenn ich jetzt zwei Güter nur habe, wenn ich das Gut, was mit niedrig qualifizierter Arbeit hergestellt wird, fallen die Produktionskosten. Wenn die Produktionskosten fallen, fallen die Preise und es wird mehr nachgefragt. Also werde ich hier mehr produzieren und die Arbeitsnachfrage steigt und die Löhne niedrig qualifizierter steigen wieder. Wie weit ist halt die Frage. Aber ein Vorteil des Modells räumliche Korrelation ist, dass sie beide Effekte, diesen direkten Lohneffekt, aber auch den Effekt über den Gütermix, ja, den Outputmix, in einem Raum zusammenfasst. Ja? Das Modell ist also, wir gucken uns nicht Individuen an oder wir gucken uns Städte an, wir gucken uns Regionen an.
Ja? Und wir können dann den Nettoeffekt der Anpassung über Löhne und Output-Mix innerhalb einer geografischen Region schätzen. Ja? Für jede Qualifikationsgruppe gilt dann, die einheimischen Löhne einer Gruppe in der Region sind eine Funktion des Anteils von Immigranten der Gruppe im regionalen Arbeitsmarkt. Ja, das heißt, das Modell sagt jetzt nicht, der Lohn ist höher oder niedriger, ja, weil wir ja sämtliche Anpassungsmechanismen haben. Aber der Lohn hängt ab, der Lohn Einheimischer hängt ab von dem Anteil von Migranten am Arbeitsmarkt. Ja, das wollen wir wissen und das kann man dann empirisch mit Daten, kann man das dann gucken, wie es ist. Ja, mit Daten, mit dieser Zusammenhang wird dann mit Daten geschätzt. Es gab Kritik am Modell räumlicher Korrelation. Da gehen wir später noch drauf ein und dann hat ein Volkswirt ein neues Modell entworfen. Ja. Und sagt sich, ich will nicht diese Räume innerhalb eines Landes angucken, ich gucke mir den gesamten Arbeitsmarkt an. So, ja. Aber wir brauchen ja auch ein bisschen Variation, um zu schätzen, das werden wir auch noch sehen. Deshalb kreieren wir Gruppen wieder. Die Gruppen sind aber nicht geografisch, sondern die Gruppen unterscheiden sich. Also jeder wird in eine Gruppe reingetan und eine Unterscheidung zwischen den Gruppen ist dann die Qualifikation. Ein kurzer Ausflug hier auf unseren iPad, weil wir über Qualifikation reden, dann müssen wir über Humankapital reden. Was ist Humankapital? Nehmen wir mal HK. Humankapital ist das, auf dem normalerweise, also dem wir denken, basiert unser Lohn. Ja, also in der Humankapitaltheorie ist der Lohn eines Individuums, ups, nicht Lohn, sondern Lohn, gleich eine Funktion des Humankapitals, also seiner Qualifikation. Das ist, glaube ich, relativ unstrittig. Was jemand kann, ja, davon hängt sein Lohn ab. Aber was ist Humankapital? Wir haben da generell drei Bausteine. Der erste Baustein ist angeborene Fähigkeiten oder Fähigkeiten. Ja, das kann man dann sagen, angeborene Fähigkeiten, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Dann als zweiter Baustein, ein bisschen größeren Baustein, wahrscheinlich größer, ist die Bildung. Ja, die Humankapitaltheorie sagt uns quasi, dass jede Minute, die Sie in der Vorlesung sitzen, Sie produktiver macht. Das stimmt natürlich bei allen VWL-Vorlesungen. Bei anderen ist das nicht ganz entschieden. Und dann obendrauf kommt noch Berufserfahrung. Ja. Also, Ihr gesamtes Humankapital ist also alles drei, ne, wo Sie irgendwann stehen im Beruf, Ihre Qualifikation, Ihre Fähigkeiten, was können Sie für den Betrieb leisten? Ist so die Summe aus angeborenen Fähigkeiten oder Fähigkeiten, Bildung und Berufserfahrung. Warum machen wir diese Unterscheidung auch noch? Weil die ersten zwei sind beobachtbar. Damit meinen wir, dass wir Datensätze erheben können. Wir wissen dann, ein Individuum hat so und so viele Jahre Berufserfahrung, ein Individuum hat so und so viele Jahre Bildung. Und das können wir dann verwenden. Fähigkeiten sind nicht beobachtbar. Beobachtbar. Warum sind nicht beobachtbar? Das sind so Dinge wie die Fähigkeit, etwas zu Ende zu bringen, ihr Wille, ihr Durchsetzungsvermögen. Viele Dinge, die wichtig sind, aber die wir irgendwie nicht quantifizieren können oder die wir nicht beobachten können.
Die können auch Probleme machen bei Schätzungen, das sehen wir später noch. Deshalb beschränken wir uns im Modell mit Qualifikationsraster auf Bildung und Berufserfahrung. Wir teilen also die gesamte, wir teilen die gesamte Bevölkerung ein nach Bildung und Berufserfahrung. Wir sehen hier, wir haben also zum Beispiel, das ist jetzt für Deutschland. Also das Originalpaper ist in Englisch und hat andere also Abschlüsse, aber jetzt haben wir hier einen Hauptschulabschluss, wir haben einen Realschulabschluss, Abitur, Lehre, Uni und hier 0 bis 5 Jahr, 6 bis 10 Jahr, 26 plus. Sie sehen also, jeder Arbeitnehmer passt hier in eine Zelle. Ja, können wir die gesamte Bevölkerung können wir da reintun. Ja, sie werden dann irgendwann hier, wenn sie jung sind und dann, wenn sie einen Universitätsabschluss haben, klettern sie hier hoch und erwerben also erstmal durch Bildung ihr Humankapital und bauen das dann über die Zeit aus. Und dann irgendwann sind sie so alt wie ich und dann kommt nicht mehr viel dazu. Na. Gut. Was wir mit diesem Modell machen, ist, wir nehmen dann Daten, ja, und gucken, wie sich das auf wie ein Immigrationsstrom in diesem Modell sich auf die Löhne in den einzelnen Zellen auswirkt. Ja, dazu noch mehr später, aber dazu beobachtet man dieses Modell über die Zeit hin. Ja, zum Beispiel der Effekt der Veränderung des Immigrantenanteils von Personen ohne Berufsabschluss auf den Lohn der Einheimischen dieser Gruppe über die Zeit. Ja, wie verändert sich das? Das ist die Variation, die wir benutzen werden. Und dann kann man diese einzelnen Ergebnisse aggregieren und ein sehr großer Vorteil dieses Modells ist auch, ja, dass man erstmal sieht man die Verteilungseffekte und man kann dieses Modell später simulieren. Dafür muss man allerdings, also wenn man es genau machen will, sehr, sehr viele Effekte schätzen, weil man hat ja zum Beispiel, ich gehe jetzt nochmal zurück in diesem Muster, wenn in dieser Zelle mehr oder weniger Immigranten sind, kann das eine Auswirkung haben auf alle anderen Zellen. Ja? Und theoretisch kann der Effekt von Leuten ohne Abschluss auf die mit Hauptschulabschluss anders sein als ohne Abschluss auf Realschulabschluss. Ohne Abschluss auf Abitur mit 16 bis 20 Jahren kann anders sein von ohne Abschluss auf Abitur mit 11 bis 15 Jahren. Also wird man wahnsinnig. Es gibt da einfach zu viele. In unserem Modell hier 666 Effekte. Das ist jetzt Zufall, obwohl ich auch gern Iron Maiden höre. 703 mit Kapital. Man kann ja dann, also das Kapital hat ja auch noch einen Effekt. Generell n mal n plus 1 durch 2, also sehr viele. Wenn man das schätzen will, da brauche ich ewig viele Daten, wenn ich 666 Effekte schätzen will. Können wir nicht machen. Also, was machen wir? Wir reduzieren die Anzahl dieser Effekte. Wenn wir diese Effekte geschätzt haben, können wir das Modell simulieren. Wir werden noch ein bisschen besser sehen, warum das was Gutes ist. Aber man kann dann innerhalb des Modells einmal die Löhne schätzen. Hat man ja, die brauche ich nicht zu schätzen, die habe ich. Ja, was sind die Löhne mit Immigration? Ich kann aber dieses Modell dann benutzen, um die Löhne ohne Immigration zu schätzen. Und was dann bei rauskommt, die Differenz ist der Effekt der Immigration. Ja, also das ist dann sehr gut. Was dieses Grundmodell annimmt, ist, dass innerhalb einer Zelle, also zum Beispiel Hauptschulabschluss mit 5 bis 10 Jahren Berufserfahrung, wenn ich einen Einheimischen habe in dieser Gruppe und einen Immigranten, dann sind die perfekte Substitute. Kann ich also perfekt substituieren. Wir werden auf diese Annahme noch weiter angehen. Ja, das kann also sein, dass
das nicht der Fall ist. Und leider werden wir auch sehen, wenn das nicht der Fall ist, hat das Modell wieder andere. Ja, dann sind die Schätzungen wieder anders. Das, ja, das ist nicht so toll, aber ist halt so. Bevor wir das alles machen können, haben wir am Anfang schon gesagt, müssen wir eine Bildungslücke schließen. Und zwar werden wir einfach mal über Regressionsanalyse uns unterhalten und uns auch noch über Schätzung kausale Effekte unterhalten. Das werden wir zuerst machen. Und wenn wir damit fertig sind, dann machen wir weiter auf diesem Foliensatz, aber dazu später.